An diesem Wochenende trafen sich in Berlin Mischwesen, also Mischungen aus lebendigem Organismus und Maschine, Cyborgs. Kennt man eigentlich aus Star Trek oder Terminator, sind aber längst in unserer Realität angekommen. Menschen, die sich zum Beispiel einen Chip unter die Haut einpflanzen lassen, weil sie ihre Fähigkeiten optimieren wollen oder weil sie dadurch medizinische Hilfe bekommen. Wie gesagt, an diesem Wochenende trafen sie sich in Berlin, die Cyborgs und auch welche, die es werden wollen. Ethische Fragen standen da nicht unbedingt im Vordergrund, es ging eher um die technischen Möglichkeiten und die sind ja inzwischen schon enorm. Stefan Greiner sieht eher aus wie ein netter Professor und nicht gerade wie Robocop. Und trotzdem haben sie etwas gemeinsam. Beide sind Cyborgs. Ein Magnet in seinem Ringfinger macht ihn dazu. Mit den Magneten zieht er Metall an, kann einen Kompass manipulieren und auch telefonieren. Ja, hallo? Cyborgs sind halb Mensch, halb Maschine und bisher nur in Science-Fiction-Filmen aufgetaucht. Jetzt gibt es sie in echt, wenn auch noch im Bastelstadium. Greiner trägt Computerchips und Magneten unter der Haut. Für viele sehr befremdlich, für ihn nur logisch. Für mich ist es tatsächlich ein mehr evolutionärer Gang des Menschen, ja, wo auch grundsätzlich überhaupt nichts Schlimmes dran ist, dass der Mensch mehr und mehr mit seiner eigenen Technologie verschmilzt, weil dafür ist er gemacht. Weil er so denkt, hat er vor mehr als einem halben Jahr den Cyborg-Verein gegründet. Dieses Wochenende gab es Deutschlands erste Cyborg-Konferenz. Egal ob Smartphone, Hörgeräte oder implantierter Chip, fest steht, die Technik kommt dem Menschen immer näher. Die Frage ist, wie nah? Also wir wollen dadurch natürlich auch gesellschaftlich eine Diskussion anregen, die momentan sehr stark in kleinen akademischen Kreisen diskutiert wird, ja, wo wir denken, das ist so eine wichtige Fragestellung, die sollte viel mehr in die Mitte, in die Breite der Gesellschaft eben rein. So richtig ist sie da noch nicht angekommen. Die Verschmelzung bei den Cyborgs ist aber schon in vollem Gange. Angelo Wiesengrad und Rin Räuber können Tresoren mit der Hand öffnen. Beide haben sich RFID-Chips in einem Piercing-Studio unter die Haut pflanzen lassen. Auf dem Chip können sie per Handy Daten hinterlegen. Das kann ein Passwort für den Safe sein oder die eigenen Kontaktdaten. Und sie wollen noch weitergehen. Kleine leuchtende LEDs unter der Haut fände ich super. Also eine Art implantierte Weihnachtsbeleuchtung. Klingt albern, die Diskussion ist aber ernst. Wo sind die Grenzen? Ist das ständige Aufrüsten und Optimieren nicht gefährlich? Und vor allem, wann ist man überhaupt ein Cyborg? Die Antwort? Ziemlich schnell. Enno Park ist schwerhörig, trägt deshalb Hörimplantate und versteht sich deshalb als Mensch-Maschine-Wesen. Mensch und Technik sind einfach nicht mehr trennbar, jedenfalls nicht in den westlichen Kulturen, eigentlich global nicht. Während wir also auf gesellschaftlicher Ebene schon sowas wie eine Cyborg-Gesellschaft haben, ist es dem Individuum eigentlich nicht klar, fühlt sich nicht als Cyborg. Und das halte ich doch für einen Trugschluss, wenn man sich mal bewusst macht, wie sehr wir uns im Alltag auf Technik verlassen, wie sehr wir auf Technik ausgeliefert, der Technik ausgeliefert sind. Ich meine, das geht ja schon beim Smartphone los. Vielleicht gibt es also viel mehr Cyborgs als gedacht. Eins ist klar, sie sind jetzt da und sie zwingen uns, das eigene Verhältnis zur Technik zu überdenken. Mal ganz ehrlich,